Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Bosch Luftpumpe an, die Easy Inflate 18V530. So, dann messen wir nun das maximale Luftvolumen. Da schalten wir die Luftpumpe an und heben das Windmessgerät genau auf die Öffnung. Und da kommen wir auf einen Wert von 76,34 km/h, 2 Drittel, also 113 km/h kann man am Ende aussehen, und das ist ein Luftvolumen von 485 Liter pro Minute. 530 seien angegeben, okay, das passt, ist im Minus oder im 10% Bereich, das passt schon. Da zeige ich alles, was noch dabei ist, die verschiedenen Aufsätze. Da seht ihr, wie sie ausschauen, also auch mal der für Luftmatratze und sowas, da wo es ein kleines Ventil gibt, wo man einstecken muss. Das sind sowas zum Wegblasen, würde ich sagen. Und ja, so ein noch größeres. Dann relativ ähnlich. Dann hat man noch so eine Tragetasche. Ist schön, fühlt sich wertig an. Ist ganz fein. Und da hat man den Schlauch, der einen Durchmesser von 19 mm hat. Also kaum den Luftstrom behindert, wenn man den aufsetzt, das ist gut. Und ja, kommen wir nun zur Lautstärke. Lautstärke bei 60 cm sind wir bei 92 Dezibel ungefähr, und bei 20 cm sind wir bei 101 Dezibel. So, dann messen wir nochmal das Luftvolumen mit dem Schlauch oben drauf. Das wird etwas weniger sein, weil es eben zu Verwirbelungen kommt. Und der Durchmesser bleibt genau gleich, aber es kommt dazu zu Verwirbelungen, und deswegen sollte weniger Luft rauskommen. Man hört auch nur am Geräusch, wenn man den aufsetzt, dass man viel weniger, also dass weniger Luft angesaugt wird. Bei dem sowieso extremer Unterschied. Da wird sehr, sehr viel weniger angesaugt. Das zeige ich euch an. Ja, oder das zeige ich euch jetzt, wie wenig dann angesaugt wird. Wie ihr sehen könnt, da messe ich es nun, und da wird ungefähr 29,04 km/h angesaugt. Und jetzt hört ihr gleich den Unterschied, wenn ich den Aussatz abnehme, und dann messe ich nun nochmal. Der Unterschied wird gewaltig sein, und das ist er auch. Da sind wir nun bei einer Ansauggeschwindigkeit von 92,84 km/h, und wie schon gesagt, sehr großer Unterschied. Da zeige ich nun die gemessenen Geschwindigkeiten bei verschiedenen Abständen, und ja, ich rede gar nicht mehr. Schaut es euch einfach an, und am Ende fasse ich nochmal alles zusammen. So, kommen wir zum einem der wichtigsten Faktoren. Das ist der Luftstrom in Kubikmeter pro Stunde. Da ist die Bosch Easy Inflate nur bei 29 Kubikmeter pro Stunde. Einer hat 16 Kubikmeter mehr, und Parkzeit braucht man gar nicht reden, ist bei ungefähr dem Dreifachen. Also gar kein Vergleich. Da wird so viel mehr Luft bewegt bei den beiden. Das ist wirklich enorm. Aber umgerechnet auf Liter pro Minute kommen wir auf 485 Liter pro Minute. Das heißt, plus minus, also minus 10% vom angegebenen Wert ist okay. Kann man durchgehen lassen. Das habe ich gemessen. Vielleicht mit dem 6er H geht noch ein bisschen was mehr. Könnte sein, aber ja. Das ist die erste Luftpumpe von Bosch,
Und das ist halt die einzige. Und den müsst ihr kaufen, wenn ihr im Bosch-System seid. Im Prinzip seien auch 30 Kubikmeter pro Stunde nicht schlecht. Das reicht aus. Wenn man den Durchmesser kleiner hält, kann man dann schon was einiges damit wegblasen. Aber ja, es dauert halt länger, wenn man was aufblasen will, weil eben weniger Luftvolumen bewegt wird. Aber ja, das heißt ungefähr 50% länger als bei der Einheit zum Beispiel und so weiter und so fort. Lautstärke sind wir bei 100 Dezibel. Das ist nicht allzu laut. Also, was heißt nicht allzu laut? Natürlich sind alle drei laut, aber etwas lauter als die anderen beiden. Aber im Prinzip ist es nicht so viel lauter. Es sind alle unangenehm laut. Das ist einfach das Fazit und ja. Beim Ausdauertest schlägt sich natürlich die Bosch am besten, weil sie eben auch am wenigsten leistet. Das ist logisch. Wäre schade oder wäre schlecht, wenn es nicht so wäre. Aber da sind wir bei 19 Minuten und 30 Sekunden pro Amperestunde. Da haben wir halt den höchsten Wert, aber auch das niedrigste Luftvolumen. Aber ja, im Prinzip könnte man nochmal umrechnen, wer effizienter ist. Aber so wichtig ist es eigentlich nicht. Am Ende zählen die Werte, die außerkämen, also 20 Minuten pro Amperestunde könnt ihr die Luftpumpe verwenden. Das ist ein solider Wert. Also ja. Beim Gewicht ist sie genau in der Mitte, also 400 Gramm, ist sie schwerer wie die Einhell, leichter wie die Parkzeitluftpumpe und ja, ist relativ kompakt, habt ihr gesehen, relativ würfelmäßig schaut sie aus. Also Länge, Breite, Höhe relativ ähnlich. Wenn man den Akku drauf hat, wirkt sie etwas länglicher, also wie ein Rechteck. Aber ja, hat halt eine ziemlich quadratische Form, aber ist praktisch, muss ich sagen. Und der Schlauch, ja, auch gut, passt. Hat man halt fein, kann man halt, ist man halt beweglicher. Besonders wenn man es aufblasen will, ist der Schlauch schon was Feines. Wer ein Bosch-System ist und die Easy Inflate kaufen will, muss mindestens 41 Euro auf den Tisch legen. Das ist in Ordnung. Also kostet gleich viel wie die Einhell ungefähr. Und da gibt es nicht viel zum Sagen, ist fair, weil ich muss, also ist einfach praktisch, wenn man oft solche, wie heißen die, Gymnastikbälle oder solche Sachen aufpumpt oder verschiedene Sachen eben, die viel Luft brauchen, aber keinen hohen Druck. Da sind solche Sachen super, so Luftpumpen. Und für 40 Euro ich mein besser, dass ich den Kompressor auf das Vierfache viermal so lang blasen lasse. Fazit: Preis-Leistungs-Verhältnis das schlechteste von allen, ja, aber wer ein Bosch-System ist, muss sie halt kaufen. Es gibt keine andere Wahl. Es ist trotzdem kein schlechtes Gerät. So, da habe ich nochmal alle technischen Daten zusammengefasst: 443 Liter pro Minute Mittenschlauch, 485 maximal, 100 dB Lautstärke, 41 Euro Kosten. Dann bei den verschiedenen Abständen die Geschwindigkeiten, das Gewicht und der Ausdauertest 1 Stunde 18 Minuten mit einem 4 Ampere-Stunden Akku. Ja, das sind die Daten. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Danke fürs Schauen. Servus und ciao.